Wer sich vielleicht noch erinnert, haben wir von dem guten Thomas, dem Möchtegern-Abenteurer, im Jahr 600 AD eine Soda bekommen, beziehungsweise eine... Wer ist es? Eine Limo. Thomas Limo. Mit dieser Limo müssen wir an den Westcup im Jahre 1000 AD, wo wir etwas finden. Der große Abenteurer Thomas Leven ruht hier. 6. März 634 AD. Oh, er ist nur 34 Jahre später gestorben. Naja, immerhin. Er hatte ja gesagt, wir sollen ihm die Soda ans Grab kippen. Okay, wir haben es über sein Grab gekippt. Yay! Trix, lange nicht gesehen. Ich hab die Regenbogenmuschel gefunden. What? Wo ist sie? Nordwestlich des Kaps liegt eine große Insel namens Riesenklaue. Da findet ihr die Muschel. Okay. Aber wie man schon am Setting sieht, im Jahre 600 AD. Aber passt auf, da hat's viele Monster. Okay, ich muss los. So ruhe er in Frieden, der gute Thomas. Auf mich wartet die beste Limo im ganzen Himmel. Bis dann. Hau rein. Doch bevor wir gehen, noch Grabschändung. Eine Hasspille. So, okay, damit hätten wir Rosies Sidequest gestartet, in der Tat. Ich habe meine Gruppe umgestellt, ich habe ein bisschen die gute Tiffy mit reingenommen. Seht ihr? Hier ist nämlich nichts. Okay, wir begeben uns zurück ins Jahr 600 AD. Um die letzte charakterbezogene Sidequest zu starten, liebe Freunde. Wir haben alles soweit erledigt. Hier müssen wir hin. Ich werde mal kurz speichern. Übrigens, der Terra-Arm, den wir für Robo bekommen haben, in der Fabrik, ist übrigens seine ultimative Waffe, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Okay, was haben wir hier? Thomas, zerknitterte Notiz. Diese Löcher. Wenn ich absichtlich hineinspringe, muss ich wieder von vorn anfangen und... Wahrscheinlich ist er gerade runtergefallen. What? Okay, wir können uns auf den Thron setzen, à la Resident Evil 4. Ja, geil. Kann man das mit jedem Charakter? Wir können es mit jedem Charakter. Und jeder hat eine eigene Pose. Sie stellt halt mal richtig dekadent ihr sexy Bein auf den Thron. Was macht die gute Rosie, wenn wir den Thron interagieren? Sie stellt das andere Bein drauf. Okay, jetzt möchte ich kurz gucken, was die anderen Charaktere machen. Alter! Auch er stellt sein Bein drauf, wie es aussieht. Why? Warum setzt ihr euch nicht drauf und seid cool? Wie Leon. Ja, Robo. Ja, der gute Tao weiß, wie es geht. Okay, von Lion erwarte ich jetzt, dass er was richtig Cooles macht. Ja, die Welt gehört mir. Sehr schön. Dann möchte ich nochmal mit der guten Igora mich darauf setzen. Falscher Charakterslot. Ah, auch sie setzt anscheinend ihr Bein da drauf. Okay, das ist lustig. So, Gruppe wieder voll ausgestattet. Haben wir hier was? Nö, okay. Wir kennen diesen Ort, oder? Was? Warum Reptitenburg hier? Das ist eine gute Frage. Sie muss unter die Erde gedrückt worden sein, als Lavos vom Himmel fiel. Ja. Genau das ist passiert. Dieser Dungeon ist... nervig. Seid ihr neue Gegner oder seid ihr alte Gegner? Ihr seid alte Gegner, oder? Okay, wir werden mal ein bisschen Gewitter veranstalten hier. Nein, ihr seid neue Gegner tatsächlich, nur ein bisschen abgegradet. Stimmt, der Gigasaurus ist neu. Naja. Wir sollten nicht zu viel Probleme mit diesen Viechern haben. What? Ultraelektrische Ladung. Naja. BM? Okay, wir greifen einfach mal... Ah, der Soundtrack ist einfach super. Schwache elektrische Entladung. Okay. Lass meine Rosie in Ruhe, du Ding. Okay, der Gigasaurus ist schon mal Geschichte. Der Läufer wahrscheinlich, der Springer ist ja das wahrscheinlich auch. Ja, okay, und Bien? Wow, sehr schön. Rosie, ich bin stolz auf dich. Rosie Level Up, das hat sie sich mehr als verdient. Was haben wir hier? Eine Sichtkappe. Was kann die? Nein, ich werde ihr nicht den Ossi-Hut geben, aber den Ewighelm tatsächlich. Die Sichtkappe verhindert Chaos. Oh, okay, das möchte ich tatsächlich der guten Rosie geben. Weil ich habe so die Befürchtung, dass gewisse Gegner mich in den Chaoszustand versetzen können hier drinnen. Okay, es geht weiter. Wir schauen uns weiter um hier unten. Ah, wir haben wieder neue Gegner. Lysardactyl. Okay, Gewitter ins Gesicht, dann mal hier Angriff. Ach, ihr Viecher, ihr seid so mutig, ey. In your face, bitch. What? Dammit, sie werden geheilt dadurch. Ja, und sie kontern mit Chaos. Es war nicht schlecht, dass ich die gute Rosie damit ausgerüstet habe. Geht das ein bisschen schneller hier vielleicht? BM? Lästige Viecher. BM? Wow. Rosie, du bist mein mächtigstes Powerhouse im Moment. Zumindest gegen diese Viecher. BM. Jawohl. Oh, BMsen. Oh, ihr Viecher, ihr seid so lästig, Alter. Jawohl, ein Konter ins Gesicht. War das ein Konter? Du wurdest gar nicht angegriffen. Trix! Don't break the game! Okay, und ciao, Kakao. Jawohl. Okay, keine allzu spektakulären Gegner. Was haben wir hier hinten drin? Wir gucken mal. Ach, wat. Ja, okay, den gleichen... What? Was habe ich getan? Ja, wir gehen mal hier durch. Ich möchte mal diesen Schalter nicht betätigen, weil ich es nicht tun kann. Okay, dann lassen wir das mal so, wie es ist. Ach, ihr schon wieder. Was zur Hölle ist gerade eigentlich mit der Katze passiert? Ich wollte das nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte die Katze nicht umbringen. Nein, die Katze ist nicht tot. Die Katze ist nicht tot. Okay, ein leerer Raum. Ha! Anscheinend komme ich hier erstmal nicht weiter, wie es aussieht. So, ich bin wieder back. In Black, eventuell. Ich habe zumindest Black-Zeug an. Okay, ich bin mir gerade etwas unschlüssig. Oh, warum... Warum werden diese Viecher eigentlich immer respawnt? Es ist... okay. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es die Idee des Jahrhunderts wird. Wir schauen mal. Ja, was soll der Geiz hier, ne? So. Und zwar, was passiert, wenn ich... Dammit! Das war absolut der falsche Knopf. Fossilaffen. Mhm. Wir machen mal Katzkratz und du wirst mal ein bisschen... leuchten, ja, warum nicht? Lass Rosie in Ruhe! Ich würde die zwei Ladies auch gerne miteinander sich räkeln sehen, aber nein, das wollen wir nicht mit euch Affen teilen. Deswegen sterbt! Oh, das war relativ wenig Schaden dafür, dass es ein Ultimate Skill ist. Naja. Haha. Die, Bitch. Wow, 1992 Schaden. Sauber. Okay, wie gesagt, die Intention war, ob ich in irgendeiner Weise... okay, die Katze respawnt. Ob... Ah, das war also... Das ist also das Geheimnis hier. Okay. Dann werde ich das gerne so hinnehmen. Was haben wir hier? Eine Reich befüllte Schatztruhe, hoffe ich. Was ist das? Äther voll. Ne. Ich werde es mitnehmen. Auch dich habe ich gesehen, keine Sorge. Kraftpille, sehr schön. Hier versteckt sich auch eine Kiste, wie ich gerade gesehen habe. Allerdings werde ich gleich nochmal in den Raum vorher backtracken, denn ich habe zwei Schalter über... Okay, einfach draufhauen. Einfach draufhauen, das ist die beste Verteidigung. Und die gute Tiffy hat sich aufgelevelt, sehr schön. Blaustein erhalten. Oh. Blaustein hört sich nach... Triple-Tag an. Ja. Ermöglicht die Triple-Tag Omega-Fackel. Wer kann diese Triple-Tag einsetzen? Okay, Trix schon mal nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, es hat was mit Rosie zu tun, weil wir sind ja immer in den Rosie Sidequest. Nein? What? Tiffy? Tiffy? No. Okay, ich werde es zu anderer Zeit eruieren. Nicht jetzt. So, was ich kurz machen möchte, ist nochmal kurz zurück backtracken und dann werden wir sehen, was sich hinter diesen beiden Schaltern verbirgt. Gegner verbirgen sich hinter den Schaltern, die allerdings keine große Sache sind. Ja, das wollte ich. Mit einer weiteren Kraftpille. Kann ich die Schalter... Ne, ich kann die Schalter leider nicht drucken. Kannst du nicht drucken, Knöpfchen. Schade. Schade, schade. Bam, bam. Auch ihr schon wieder. Ihr Affen seid lästig, Alter. Ihr seid lästig und vor allem haut ihr ordentlich drauf. Holy Mother. So, jetzt aber. Was ich noch kurz schauen möchte, es wäre tatsächlich wichtig, wenn wir die rote Rüstung... Nein, nicht die blaue Rüstung. Die rote Rüstung ansehen. Die rote Juge! Sie hat schon die Rubinrüstung und... der guten Rosie werden wir auch die Rubinweste anlegen, auch wenn sie etwas schlechter ist. Aber es hat seine Bewandtnis. Okay. Zeit für Draufhau-Action. Sehr schön. Wir gucken mal. Wir gehen erstmal... Nein, wir gehen erstmal nicht nach unten. Wir gehen erstmal nach oben. Das sieht mir nämlich nach einem Rückweg. Ah, hier sind wir also. Okay. Das scheint dann wohl der Rückweg zu sein für später. Aha, Kiste. Du entkommst mir nicht. Mit einem Lapis. Ja, warum nicht? So, und ich glaube tatsächlich, das hier ist der wichtige Screen. Ach, der Typ schon wieder. Nee. Wait. What? What? Rosie! Kraft 2, schnell! Okay. Tornado erfasst nahe Gegner. Es geht allerdings nur... Okay, wir machen mal den Drehschwanz. Wir möchten mal den Drehschwanz ansehen. Und dann möchten wir tatsächlich diesen Gigasaurus hinten gewittern. Denn der Typ nervt. Nice. Nice. Bam. Und den Rest klatschen wir einfach so weg. Dankeschön. So, allerdings, bevor wir weiter voranschreiten, werden wir uns kurz aufheilen mit einer Schmatzerrunde. Schmatzer für alle. Kann ich diesen Weg noch nicht gehen, oder? Nein, kann ich nicht. Gut. Denn ich sehe da was leuchten. Glaubt ja nicht, dass ich es nicht gesehen habe. So, die Typen werden wir jetzt mal ganz schnell wegbefördern. What is that? Oh, es sind Schotter. Oh, es sind wieder Schotter hier unterwegs. Was semi-wichtig ist, weil wir brauchen sie tatsächlich nicht mehr. Haha. Es gibt ja keine Skills mehr, die ich erlernen kann. Keine Tags, eher gesagt. Jawohl! Tiffy, ich bin stolz auf dich. Das ist der Grund, warum ich sie hier dabei habe. Aber werde ich den Typen noch aus dem Leben schottern, glaube ich. Wenn es klappt. Ich bin mir noch nicht sicher. Leute, strengt euch mal ein bisschen an hier. Jawohl. Ich meine, es ist nicht so, dass der Gegner sich bewegt oder flink wäre. Es ist ein fucking Stein. Sehr schön. Rosie. Wonderful. Perfekt. Ja, wie gesagt, lohnt sich zwar nicht mehr so hundertprozentig, aber wir haben es getan. Aha, hier ist was. Fuck. Ich hab vergessen. Obwohl. Ist das gut, dass ich hier unten runtergefallen bin? Eventuell. Wir gehen mal weiter ins Gefängnis. Wir gehen mal weiter nach unten und gucken mal, was da unten sich verbirgt. Was ist das? Ein Savepoint, tatsächlich. Ist der Savepoint in irgendeiner Weise relevant? Ach, hier geht es weiter nach hinten. Ah, ich verstehe. Okay. Dann werde ich den Savepoint definitiv nutzen. Doch bevor wir ihn den Weg weiter voranschreiten, werde ich nochmal kurz einen Abstecher nach oben machen. Denn jetzt dürfte ich hier rankommen. Thank you. Auf damit. So, ihr könnt mich mal getrost am Anus lecken. So, du. Weg hier. Ich möchte gucken, was sich hier unten verbirgt. Eine Schatzkiste verbirgt sich hier mit einem Zornband 2. Holy Mother. Zornband 2, was macht er? 80%ige Chance auf Gegenangriff. Also quasi fast immer. Die Frage ist, ob ich irgendetwas hätte. Triple-Tag Schlagtanz. Oh. Mit dem Silberstein. Wer kann diese Tag anwenden? Ach so, das war diese Geschichte. Naja, okay. Ist jetzt im Moment eher nicht so gut. Weil ich die nötigen Charaktere nicht dabei habe. Damn it! Really? Geht kacken, ihr Lappen. Geht kacken, ihr Lappen. Geht kappen, ihr Lappen. Geht kacken, ihr Lacken. What? Warum ist hier wieder zu? It's a one-way door. No. Aber, liebe Freunde, wir sind gleich am Ende dieses Dungeons angekommen, tatsächlich. Es ist nicht sehr groß. Ich meine, die Tyranno-Festung war jetzt nicht besonders riesig. Doch was wird uns erwarten an ihrem Ende? Wir wissen, was uns erwarten wird. Ihr wisst es. Man kann es sich denken. So, einmal eine Unterkunft, bitte. Ah, jawohl. Dann möchte ich mal kurz 5 Kraftpillen. Holy shit. Ich werde 3 davon der guten Tiffy geben und 2 davon dem guten Trix. Magiepille kriegt Rosie und die Hasspille kriegt auch Rosie. Denn sie ist unsere wichtigste Damage-Dealerin in diesem Spiel. In diesem Abschnitt hier. Nicht unsere wichtigste Damage-Dealerin, unsere wichtigste... Yay! Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, was hier kommt. Unsere wichtigste Heilerin. So. Hi. Kann ich an dir vorbei? Ja, chill mal dein Leben. Ich mach nichts. Ich hab nichts gegen dich und du hast nichts gegen mich und er hat was gegen mich. Wir kämpfen gegen den Black Tyrano. Nein, der Rust Tyrano ist das. Der Rust Tyrano. Ja, der Kampf ist eigentlich ziemlich identisch mit dem ersten Kampf gegen ihn. Sehr lästig. Dieses Viech kann nix. Ich bin relativ gut ausgestattet. Wir wollen den Wollzahn ansetzen. Und dann werden wir uns hasten. Dieser Tyrano hat 25.000 Lebenspunkte, liebe Freunde. Also könnt ihr euch denken, dass das ein sehr langer Kampf wird. Ich hoffe, dass ich ihn innerhalb dieser Videozeit noch hinter mich bringen werde. Wir machen Ich kann kein Drehschwanz. Okay, kann ich irgendwas klauen von dir? So, Hast auf Rosie selber. Dann werden wir mal Verwirren einsetzen. Ja, konter du nur. Konter du nur. Eine rote Rüstung erhalten. Ha! Nice! Ich finde es zwar ein bisschen unrealistisch, dass der Tyranno so lange überlebt hat. Ich meine, das waren über 65 Millionen Jahre. Aber gut, er ist auch verrostet, also von dem her. Wir machen mal den Drill Kick. Und noch zu guter Letzt Hass auf die gute Tiffy. Bam. Macht nicht wirklich beeindruckenden Schaden. So, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ja, mach du mal deinen Countdown hier. Los! Nicht kontern, Angriff! So, wir machen mal Eisschwert 2, mal gucken, was das bringt. Vielleicht macht das ein bisschen moderaten Schaden. Swoosh! Oh ja! 2098 Schaden. So, dann werden wir mal versuchen, den Gegner zu werfen. Sie schafft es leider nicht. Deswegen geht der Angriff auch gänzlich daneben. Und sie schüttelt mit dem Kopf. Ach ja, sehr schöne Animation. So, es geht weiter. Ich kann den Drehschwanz leider nicht machen. Das ist ein bisschen lästig. Das heißt, wir werden Rollo-Kick anwenden. Wusch! Nochmal 2000 Schaden. Wir hätten vielleicht ein bisschen WD-40 mitnehmen sollen. Ihr wisst warum. Um den Rost von ihm zu lösen. Obwohl, dann ist er ja noch... Na, keine gute Idee. Dann ist er ja noch agiler. Darf ich Eisschwert? Danke. Bam, 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 bam. WD-40-Schwert. Karamba-Kick. Keine Ahnung, wie die ganzen Mittel heißen. Okay, wir werden eine Kombo machen. Und zwar werden wir den Voltzahn wieder rausholen. Der Kampf ist unglaublich einfach eigentlich. Das einzig Nervige ist, dass er so tanky drauf ist, aber der Rest... Bam, 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 bam. Wir warten auf die Eisklinge 2. Du wirst Kratz-Kratz einsetzen. Die Attacke einer Kampfkatze. Bam! Hua! Und dann sollte der Gegner eigentlich gleich Geschichte sein. Bist du immer noch nicht fertig mit deinem Countdown? Ja, erstmal auf die Omme, Digga. So, wir machen nochmal Eisschwert 2, weil es einfach super ist. Ich kann keinen Drehschwanz einsetzen, das ärgert mich ein bisschen. Wusch! Jawohl! Reicht's nochmal für normales Eisschwert vielleicht? Reicht es? Ethermet auf Trix. Bam! Macht immerhin auch 1650 Schaden. Uh-oh, oh no, er greift mit seiner Superattacke an, ich hab so viel Angst. Wow, es würde aber bei Trix tatsächlich 300 Schaden machen. Okay, wir sind bereit für Eisschwert wieder. Und für, ja, keine Ahnung, Angriff. Buah. Swoosh. Und das war's? Das war's für den rostigen Tyranno. Ruhe in Frieden. Und für immer. Very good. Doch wer gedacht hat, das ist das Ende dieser Sidequest, hat weit gefehlt. Oh, what the... Wir haben sie gefunden. Schön, groß, Regenbogenmuschel. Essen? Nein. Oh. Sie ist huge. Sie ist zu schwer zum Tragen. Holen wir am besten Hilfe aus dem Schloss. Ja, geil. Okay, das heißt... Wir gehen raus hier. Sauber. Hallo. Wir freuen uns immer, euch zu sehen. Was kann ich für euch tun? Also... Ich verstehe. Ich soll diese Riesenmuschel im Schloss für viele Jahre aufbewahren, richtig? Ich bitte dich um Trixes Willen, bitte gewähre ihnen den Wunsch. Natürlich, die Muschel wird ins Schloss geschafft und als Nationalschatz aufbewahrt. Hauptmann! Ja, Majestät! Macht euch auf, holt die Regenbogenmuschel und bringt sie unversehrt hierher ins Schloss. Sofort, Sir! Und nehmt einen Kran mit. Oder eine Sackkarre. Vielen Dank, Euer Majestät. Und natürlich auch Königin Lena. Jawohl. Okay, ihr Typen... Ihr labert immer noch das gleiche wie vor 100 Jahren. Wie soll ich euch danken? Alter! Wo ist Alter? Wo ist Alter? Wisst ihr, was das heißt? Sie will Alter sehen. Und sie darf Alter sehen. Alter! Ihr habt euch also Trix und den anderen angeschlossen? Ihr habt Großes geleistet. Bitte bleibt bei uns, solange ihr wünscht. Mein Herz ist erfreut. Danke, Eure Majestät. Rabbit. Rabbit. Ja, kleines, nettes Gespräch. Natürlich, die Muschel wird ins Schloss. Alter, danke nochmals. Ihr verdient es, in den Ritterstand erhoben zu werden. Ach, so teuer sind mir diese Worte, Rabbit. Hi. Trix, Generationen werden euch danken. Thank you. Bam! Und mit dem epischen Theme von dem guten Alter werden wir... Zurück in die Zukunft reisen. Ja, wir gehen zurück in die Zukunft nach 1000 AD. Und ich glaube, jeder kann sich denken, wo wir jetzt hinwollen. Wir wollen in das Schloss. Und zwar, nachdem ich eine Unterkunft benutzt habe. Ja, nachdem ich eine Unterkunft benutzt habe. Hupsala. So, einmal speichern. So, wir holen die gute Tiffy wieder ins Boot, weil ich brauche sie. Ich brauche sie. Hi. Auf Befehl des Königs bleibt der Gerichtssaal bis zum Ende der Verhandlung geschlossen. What? Wo ist der König? Außerdem geht's da zum Thronsaal und nicht zum Gerichtssaal. Hi. Okay, warum erzählt ihr alle das? Ist das Schloss anders geworden? Wo kommt denn dieser Eingang auf einmal her? Aha, wir haben aber eine Kiste, die immer noch verschlossen ist tatsächlich. Ich weiß noch nicht, was es mit dieser Kiste auf sich hat tatsächlich. Ich denke, es wird etwas mit Vergangenheit und Zukunft zu tun haben, ne? So wie alles in diesem Spiel, aber ich werde mich später darum kümmern. Was ist hier kaputt? Ach ja, kein Unsinn! Was ist hier los? Ich kriege überhaupt nichts gebacken, solange der hier rumsteht. Ich werde den Kanzler schon nicht vergiften. Hä? Ah, der Kanzler wieder. No. Hat der Typ etwas schon wieder Scheiße am Stecken. Wo geht's hier runter? Dies ist die Schatzkammer, kein Zutritt. What? Guck mich an, wenn du mit mir redest. Außerdem habt ihr ein kleines Schlangenproblem im Schloss. Okay. Dann gehen wir mal nicht hier nach oben. What? Muss ich eventuell mit Rosie an vorderster Front hier was reißen? Nope, nicht wirklich. Das heißt, der König habe Schätze seiner Familie verkauft. What? Die Verhandlung des Jahrhunderts steht bevor. Was? Welche? Natürlich die König Gardias. Oh mein Gott, König Gardias steht vor Gericht. Doch wie das Ganze ausgeht, werden wir ab dem nächsten Part Let's Play Chrono Trigger herausfinden. Guck in die Kamera, Tiffy. Trix, guck in die Kamera! Ah, scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.